Bullseye. Willkommen zurück. Ich frage jetzt mal nicht, wie du in einer halben Stunde oder so Wanderschuhe einläufst, aber gut. Nichtsdestotrotz, willkommen zurück. Auch, nee, das ist ein wilder Kommentar, ganz ehrlich. Das ist das ist ein Kommentar, also, ne? Alles fein, das ist ein Kommentar, den ich nicht, bei dem ich nicht damit gerechnet hätte, ihn jemals im Twitch-Chat zu lesen. Bin ich ehrlich. War ich nicht ready für. So, gegen 60. Ein Duka bleibt mal draußen, der ist ein bisschen angeknackst. Fitnesstechnisch, der Rest ist fein. Damit gehen wir rein. Ha, das hat sich gereimt. Let's go. Come on, Hausino. Mach nochmal 3. erste Minute Elfmeter, Hausinho. Nachdem Hussein Basic in im Elfmeter fault. Strafraum. Das ist das Wort. Luca. Luca macht auch schon sein drittes Tor dieses Jahr, ne? Nicht in der Liga. Liga war es offensichtlich das erste, aber schon sein drittes Tor in diesem Jahr. Okay, ich dachte, da kommt mehr, ne? Nachdem wir in der ersten Minute einen Elfer bekommen haben, dachte ich, da passiert mehr. Bin ich ehrlich. Aha. Aha. Eiser. Gelbrot für 60. Oh, oh, die drehen es jetzt noch. Oh, oh. Gefährlich. Wir wissen, das ist gefährlich. Bleibt beim 3-1. Tatsächlich sehr, sehr unspektakulär das Spiel. Aber Doppelpack Hausino. Nichtsdestotrotz hat jetzt 14 Tore. Wir gehen wieder auf die 2. In der halbe Stunde bis Stunde. Habe ich schon öfter so gelesen, nur anders. Sehr schön. Rumpel-Neufahrungsspiel. Genau das meine ich. Let's go. Habe ich öfters gelesen, nur anders. Nur nicht mit Einlauf und nicht mit Wanderschuhen. Aber ansonsten genauso. Young Boys im Rückspiel. An Halloween. Jugendspieler kommt zu uns. Yay, war aber glaube ich nur ein Riesentalent, ne? Oh, und die Jugendcamps sind fertig. Wir müssen Mitarbeiter einstellen, Leute. Die Jugendcamps sind fertig. Wuhu. Del Mondo, nee. Ja, ist mir klar, dass der enttäuscht ist. Can Mehmet Ilijasovic. Sieht ganz gut aus soweit. Ist Österreicher. Das ist auch schön. So. Ja, ne? Wir checken mal die Jugendcamps kurz aus. Sieht. Den nehmen wir. Also, wir nehmen alle, ne? Don't get me wrong. Och, Mann. Ich will doch gar nicht zumachen. Ich will immer bestätigen mit Enter. Dann schließt ihr das Fenster. Wir machen mal einfach nur das hier. Und machen das hier. Dann sind nämlich die Anforderungen übernommen. Aber dann haben wir zumindest mal einen Neuner. Das ist schon mal gut. So, jetzt brauchen wir 3 neue Jugendtrainer. Wir gucken mal ganz kurz. Aha, aha. Von Coventry ziehen die vor. Das glaube ich aber nicht. Aha. Aha. So nicht anders nämlich. Jetzt kommen sie alle zu uns. So, Mitarbeiter, wir brauchen 3 Jugendtrainer. Jugendtrainer. Wir machen mal auf 6 Sterne, mindestens 70. Machen wir auf 5 Sterne, 75. Wenn der über 75 hat, dann kann er auch 5 Sterne, dann ist mir egal, ne? Ganz ehrlich. Und dann machen wir Deutschland, wenn ich es finde. Da war's. So, und dann gucken wir mal, was wir an coolen Ex-Spielern wieder finden, vielleicht. You remind me. Kannst du eigentlich in jedem Land eine Jugendcamp bauen? Also in der Nähe, wo steht kein Net. Ja. Warte.
Wir haben in irgendeinem Land haben wir schon eins, wo in dem es eigentlich keine Stadt, Luxemburg zum Beispiel oder Liechtenstein, glaube ich, sind so Länder, in denen es da nichts gibt. Doch, hier gibt es Städte. Macau, keine Daten vorhanden. Dann baut man das einfach im Land. Dann heißt die Stadt quasi das Land, hat die Stadt den Namen von dem Land oder weiß ich nicht, gibt es vielleicht noch eins. Mauritius. Da sind sogar Städte vorhanden. Das sind manchmal einfach nur keine Städte gepinnt oder so. Beziehungsweise das sind, die haben Städte, aber es gibt keine Städte, über die Informationen sind. Die Städte, die hier angepinnt sind, sind halt alles mit Städtetexten oder so, ne? Bremen, da gibt es dann Bilder oder so dazu. Hier überall. Aber in Djibouti gibt es zum Beispiel keine Stadt, in der irgendwo ein Bild dabei ist. Aber es gibt Städte, ist verfügbar. Deshalb werden die dann nur nicht angepinnt angezeigt. So, nochmal. So, wir suchen nach coolen Ex-Spielern. Remind me. Ich glaube, langsam gehen uns die guten Ex-Spieler aus, ne? Und Trainern. Ganz ehrlich. Okay, 65 mindestens 7 Sterne, maybe. Also dann eher talentierte quasi. Wobei, dann können wir bei 75 anfangen, ne? Die anderen haben wir quasi schon gesehen. Ich weiß natürlich nicht, ob da Unterschiede gibt bei den alten FMs, ne? Also ob das irgendwie früher anders war, aber zumindest Stand jetzt ist es so. Ja, gut, nee, dann machen wir das hier raus. Und gucken jetzt nochmal. Jetzt sind das nämlich nicht primär Jugendtrainer. Sollten wir welche finden, müssen wir nur gucken, was die dann als Jugendtrainer haben. Das sind halt nicht ihre besten Positionen mehr. Heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem ein guter Jugendtrainer werden, ne? Sie Spezialarzt. Entschuldigung, ich bin irgendwie immer ein bisschen perplex, wenn ich da plötzlich eine Frau sehe. Einfach weil, ne? Weiß ich nicht. Bin ich nicht gewohnt, so, weißt du? Oder sieht man selten zumindest, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob da welche aus dem Base-Spiel dabei sind, ob das halt alles nachträglich. Oha, wir könnten Max Eberl einfach als Jugendtrainer holen. Wobei können wir nicht. Gefühlt kann der gar keinen Jugendtrainer. Das ist super. Dass mindestens 8 Vereine in dem Land existieren müssen. Kann ich nichts zu sagen. Ich meine, ne, alles, was wir jetzt da gerade geguckt hatten, gäbe es als Möglichkeit. Ob das irgendein Faktor ist, ob das jetzt ein Zufall war und das vielleicht da der Fall gewesen wäre, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich weder denyen noch zustimmen. Jetzt würde ich es halt einfach ausprobieren. Boah, da muss doch irgendwen geben. Mensch. Buba Casanogo. Ja, der ist gekauft. 87. Muss er. Buba Casanogo. Ist gekauft. Sali, da war schon gutes Talent. Dank Buba Casanogo. Da jetzt noch eins kommen. Come on. Man sollte einfach nach Namen suchen können. Bei Trainern. Oder bei Mitarbeitern. Das wäre noch cool. Wäre vielleicht noch ein bisschen einfacher. Da können wir einfach Namen reinwerfen und gucken, ob es die gibt als Mitarbeiter, ne? Keine Ahnung, einfach ein Cristiano oder so. Ich meine, der hat aufgehört, ne? Irgendwas muss er tun. Oder halt auch nicht. Save me now. Marco Reus, ja. Marco Reus nehmen wir. 84. Ja. Safe. Wo ist er?
Da. Marco Reus. Korfu? Ja, Korfu. Bam. Let's go. So, einen brauchen wir noch. Counting all the assholes in the room. Zum Beispiel auch eine der Aufgaben, die ich gerade mit dir mache und ausprobiere. Eine Suchfunktion für Mitarbeiter oder was? Habe ich letztens schon mal kurz drüber gesprochen, so, weiß ich nicht. Ist halt wahrscheinlich recht umfangreich, dadurch, dass es halt einen Unterschied macht. Wer bist du denn, Alter? Ob man nach Manager, nach Mitarbeitern und nach dem Spieler sucht. Und das Ding ist halt, wenn ich jetzt nach Reus suche, kriege ich dann zweimal Marco Reus oder gibt es da eine Umschaltfunktion, ne? Das ist halt wieder so das Ding. Ach, die Jugendkörper ist im Verein, okay. Toni Janschke? Maybe? Wäre eine Möglichkeit, tatsächlich. Ruven Hennings? Komm, wir nehmen Toni Janschke. Dann haben wir Ruven Hennings noch und halt wer dann sonst noch kommt, so potenziell. Janschke, wo ist er? Da. Was hat denn das Jugendtrainer? 77, ist okay. Ist ein 7er, hat noch Potenzial sich zu verbessern, also das ist okay. So, dann bin ich die drei Jugendtrainer für die neuen Jugendcamps. Sehr schön. So, dann müssen wir natürlich noch die Leute, die wir jetzt mitgenommen haben, die nicht gut genug sind, entfernen. Das war Senegal jetzt, ne? Krass. Guter Schaut, Markus, guter Schaut. Nampalis Men. Natürlich ist er schwierig. Mann. Na gut. Dann wird es halt einer, den wir zu Geld machen, ne? Aber 65 mit 15 ist schon not bad. Ist aber auch nicht groß, das Innenverteidiger 1,80, ne? Gut, ist baut das Spiel auf, ne? Ist eher so ein. Weiß ich nicht. Ich wollte sagen, eher so ein Hummels. Ich weiß jetzt nicht, ob Hummels ist ja trotzdem groß, ne? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Abfahrt, Young Boys. Jambo ist die zweite, diesmal zu Hause, diesmal müssen wir sie besiegen. Wenn wir sie jetzt besiegen, dann stehen wir sehr, sehr gut da in der Gruppe. Spricht aber nur Wolof? Ja, das kommt noch. Können wir gleich gucken. Wie gesagt, dadurch, dass wir ihn wahrscheinlich nur zu Geld machen, ist er auch gar nicht so. Also, ist er für mich relativ egal, ne? Solange er sich halbwegs entwickelt, da ist er. Und dann ordentlich Geld einbringt, ist das okay. Sehr schön. Sieg gegen die Young Boys Bern, würde ich mal sagen. Mandy ist halt auch so ein Name, es gibt halt so viele Mandys, ne? So. Gala hat wieder gegen Schachtel gewonnen. Schachtel ist quasi raus. Das ist bitter. Wir brauchen noch. Naja, wir müssen quasi. Besseres Ergebnis hier erzielen als Young Boys Bern nächsten Spieltag. Dann wären wir schon durch und dann könnten wir im letzten Spiel definitiv schonen. So, Finalschaden. Come on. Ajax. Office Center Stadion. Natürlich wäre es erst recht cool, wenn wir es dann im neuen Stadion ins Finale haben könnten, ne? Schacht, ja. Ja. Schachtel war die zweite Mannschaft, die wir. Nee, Schachtel war Lust auf 1. Nee, wir waren in Lust auf 1 wegen dem Euroleague-Sieg. Ja, Schachtel waren 2.
Gala im letzten und Kopenhagen im dritten. Ja, Schachtel war los auf 2. So, Hotel auf 10, 10 Mio. Damn. Da ist das Hotel auch auf Max. Eieiei. So, wir gucken nochmal wegen dem Jugendspieler. So, wie heißt er? Nampalus Mendy. Nampalus Mendy. Leicester City. Ja, du weißt, was ich meine. Wo hatten wir denn Kopenhagen? Hat Gladbach oder so? Dann ist Kopenhagen in der anderen. Ich glaube, in der Bayern-Gruppe ist Kopenhagen, oder? In irgendeiner Gruppe ist Kopenhagen, in irgendeiner deutschen Gruppe. Ja, Bayern hat Kopenhagen. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, also eigentlich keine österreichische Mannschaft verwechselt, ist doch alles gut, oder? God bless this day. So, wir haben schon lange keine Mentoren gemacht. Kann sein, dass wir jetzt ein paar Spieler aussortieren können. Ja, Hohmann kommt raus. Senft. super. Super Name. Senft, Digga. Yes. Der ist aus Bayern. Safe. Safe ist er aus Bayern. Ja, der kommt weg. Dedemann. So, wo stehen die Jugendmannschaften aktuell? Die B auf 3, die A auf 1, die zweite auf 3. No, uff. Was ist denn mit Allendorf los? Was ist denn eure Mission? Schaf oder süßer Senft? Warte. An den haben wir es rausgeworfen. Nee, Mario Senft. Also je nachdem, wie er sich entwickelt, können wir dann Schaf oder süßer als Spitznamen nennen. Wobei das auch ein bisschen weird ist, zu sagen, ey, sein Spitzname ist süßer. Eieiei. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist doch ein bisschen weird. Wobei Schafe nicht besser ist, wenn ich so drüber nachdenke. Nee. Wir lassen das mit dem Spitznamen, Entschuldigung. War eine dumme Idee. War eine sehr, sehr dumme Idee. So. Können wir Amediakos auch mal spielen lassen? Ja? Kriegen wir das hin? Was ist Elmuruti jetzt wert? Der ist auch 109 Mio wert. Ich glaube, Elmuruti muss irgendwann gehen, einfach nur weil er Amediakos und aus ihnen den Platz streitig macht. Hab's ja dann 91, den wollte ich gar nicht behalten. Das ist gar nicht meine Top-Option, also doch, das ist meine Top-Option als Keeper, aber das ist gar nicht der langfristig im Tor stehen sollte. So, hatte gehofft, da kommt noch wer. Aber bisher kriegen wir keinen besseren als einen 7er, ne? Keeper ist bei 7er Schluss bei uns. Englische Spezial. Was ist denn englische Spezialsenfte? Digga, was ist denn das? Ja, Jugendcamps, wir haben doch Angebote raus. Beruhig dich doch. Lass doch die Leute erstmal die Verträge angucken. So, in Wolfsburg. Ach komm, Glanzparade am Arsch, Diggi. Wer ist im Tor? Luca Philipp. Was ist da los? Come on. Wo ist der Hausinho? Wo ist er? Wo ist das Tor? Wer ist ein Feini? Wo ist das Tor? Also legit, wir haben, ungelogen, Stürmer für 4 oder 5 Bundesligamannschaften in unserem Kader. Und wir kriegen sie auf die Kette. Ja, wenn der Hausinho hätte auch einfach mal ein Tor machen können. Wäre auch mal eine Idee gewesen. Ob das 60 gewinnt, 3-0 gegen die Eintracht. Gegen die Eintracht. Eieiei. Guck mal, Buchholz, der kommt von uns. Den haben wir verliehen. Der ist schon 86. Ach du Kacke. Was ist denn da passiert? Das ist ja super.
Macht er gut, Leverkusen, ja. Bildet mir die Spieler aus. Yes. Guck mal, haben wir nicht Ulm im Pokal gezogen? Ulm verliert in der Liga gegen unsere zweite Mannschaft. Gegen die zweite Mannschaft. Die haben wir im Pokal als nächstes, wollte ich nur mal gesagt haben. Huch. Da kommt jetzt aber noch Karma, oder? Weil ich so wegen der Aussage kriegen wir jetzt auf den Sack gegen die wahrscheinlich. Oh, Armin Jakus, Elmo Hutti und Hausino treffen alle für die Nationalmannschaft. 23 Tore hat er schon. Wer ist denn Rekordtorschütze für Deutschland? Müller mit 52. Ich werde safe FM'd. Safe. Bester aktive Feldspieler, Hausinho. Na klar. Griechenland? Amen. Diakos. 28 Buden muss er schaffen. Was hat er? 14. Die Hälfte hat er schon. El Mokhouti hat 12 in 9, ne? Das war auch eine geile Quote. Was ist mit Schneckerl? Ist er verletzt? Moment, ist der. Hä? Ist der verschollen? So, jetzt ist das fertig. Jetzt können wir nur noch Scouting-Büro, Finanzzentrum oder Vereinsmuseum, ne? Machen wir das Vereinsmuseum. Und nach dem Hotel das Stadion für die zweite Mannschaft, I guess. Oder wir machen doch Finanzzentrum oder so. Ich meine, die Konditionen sind mir egal, aber wir halt einfach das ausgebaut ist, oder? I guess. Ja, machen wir einfach mal. Das mit 21, ja, krass. Nee, da ist er doch. Da ist er doch. Spiel doch. Ist nicht nominiert irgendwie. Ist auch geil. Haben die bei Österreich irgendwie Luxusprobleme, dass ein Schnecker nicht nominieren müssen, oder was? Was ist denn da los? Na gut, es ist 21, vielleicht ist er den einfach noch zu jung. Beste aktive Feldspieler mit 21, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Doch, da ist er doch. Gut, dann spielt Österreich einfach noch nicht, I guess. Dann spielen die anscheinend einfach noch nicht. Come on the video with Danny and Lisa. Unfaire Gehälter 7, uff. Gleich mal reingucken. Gleich mal reingucken. Jugendmannschaft. Mirko Garretta. Das ist das Mikro. Aber das ist 1,88, also das ist wahrscheinlich nicht Mikro. Live from the tabletop. So, dann haben wir da noch Mentoren. Zwei in der Zahl. Da haben wir einen neuen. Da haben wir einen neuen. Wunderbar. So, unfaire Gehälter wollte ich fix gucken. Duka ist da zweimal vertreten. Duka möchte vielleicht ein bisschen mehr Geld. Was kriegt der denn? 3,9. Das ist gar nicht so bad, ne? Aber. Guck mal. Ja. Machen wir halt 9. Dann machen wir einen neuen Vertrag. Feste Ablöse definitiv raus. Haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht, wollen wir nicht nochmal machen. 14 Mio ist mir ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Auch der kann irgendwie, weiß ich nicht, kriegt 4 Mio oder so auf die Kralle. Wenn wir dann auf 10 runterkommen, yes. Machen wir so. Dann. Kübra. El Mokhouti Schneckerl. Gut, Schneckerl können wir nicht. El Mokhouti können wir, aber der will nicht. El Mokhouti will. Habt ihr das Gehalt gesehen? Bei dem wir starten? Das Ding ist, ich kann nicht viel mehr machen, als du wirst einige Male spielen. Weil wir haben halt Jakos und Hausinho davor. Wir geben nochmal 5 Mio. Mal gucken, wie weit wir runterkommen. Ja! Easy!
Ja, den verkaufen wir irgendwann. Nach China. Oh, Aminiakas auch. Hauptsache, er ist mit weniger Geld zufrieden, ne? Auch wild. Sehr, sehr wild. In der Regel spielen. 4 Jahre. Der wird gebunden. Bis in die Ewigkeit. Ob er will oder nicht. Nehmen wir die Torprämie raus. Ne, das ist 2 Jahre, das ist okay. Ist wild, ne? Der ist mit 10 völlig fein. Ich meine, gut, der ist halt auch erst 20. Im Hut ist 23, aber trotzdem. Ich kann danach die Versprechen. Ja. Ja. Das ist doch Mobbing dann. Nee, das. Alles gut, alles gut. Kriegen wir hin. Ich meine, ne, wir können ja Geld ausgeben, wie wir wollen letztendlich. Gut, okay, die haben wir alle drei, den haben wir alle drei zum Vertrag angeboten. Super. Dann sind wir auch nächste Saison ziemlich safe eigentlich. Bei denen, boah, weiß ich noch nicht. Ja, gut, Kaya, Reuter wahrscheinlich schon. Kaya macht die ganz gut als Backup-Keeper da. Möchte aber gerade nicht. Reuterhahn. Möchte auch gerade nicht. Ja, dann fickt euch. So, Medienzentrum. Machen wir weiter. Auf 11. So, Hannover. Hannover steht vor der Tür. Wird das zweistellig, ist die Frage. Wird das heute zweistellig? Unterschreiben alle drei. Sehr schön. Schneckerl macht 3 Buden. 17 Spiele, 10 Tore. Z fucking M. Das ist bodenlos. Das ist bodenlos. Oh, wir müssen das Scouting-Büro ausbauen. Das ist ja wild. Das ist ja wild. Macht einfach mal 3 Buden. Da wischt ihr doch bescheuert. Wir haben nur noch Schacht hier vor der Brust. Ja, wir müssten hier schon der. Boah. Sehen halt alle aus wie Arsch, ne? Habt ihr Rautenberg. Oha, wartet. Aber der ist doch nur in der zweiten gelb gesperrt, oder? Haha. Haha. Nicht mit mir. Wenn der in der zweiten gelb gesperrt, dann kann er in der ersten spielen. Let's go. Kadertiefe nennt man das. Kadertiefe nennt man das. Wir bringen Hausino von der Bank. Ich habe mir gerade für den Torschützkönig und so, der muss eigentlich spielen, aber wir bringen ihn von der Bank. Sollen in Mohuti und Ganschi anfangen und zur Halbzeit kommt der Hausino rein mit seinen frischen Beinchen und dann bam, 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 bam. So ein Ding ist das. Das ist gut trainiert, wollte ich mal gesagt haben. He's getting it done. He asked for a 13, but they drew a 31. Digga, wir machen schon wieder 3,5 Stunden FM. Wo ist denn die Zeit hin? Wo ist denn die Zeit hin, Leute? Come on, Leute. Mal 2, 3 Tore, einfach nur um die Moral von Hannover ein bisschen in den Keller zu schießen und dann kommt Hausino, macht einen Hattrick von der Bank. So ein Ding ist das. Zwei null in Toren, nicht in gelben Karten, ne? Meinte ich. Super haben wir da gemacht. Super haben wir da gemacht. Ich hab das Gefühl, der Hausen will den loswerden.
Pausino hat einen Elfmeter verschossen übrigens, ne? Sollen wir ihn auch verkaufen? Hallo, wir spielen gegen Hannover. Darf sie dir nicht ausdenken. Wir haben Stimme für 27 Mannschaften, aber kriegen sie auf die Reihe. Ah, hier, bam. Ja. Machst du nicht nochmal, ne? And this is what she said. Marcinko, wieder zwei Buden. Ich glaube, ich ziehe gleich Marcinko hoch, wenn das so weitergeht. I got mouth to feed. No, I can't slow down. I can't hold back. Oh, you know, I wish I could. Schacht und dann Gladbach. Come on. Ey, Luki, das kann jedermann Elfer verschießen, deshalb musst du nicht abhauen, ne? Alles cool. Das mit dem Elfmeter passiert jedem mal. Nee. Aber eine gute Nacht. Einen wunderschönen Abend, danke fürs dabei sein. Wir hören uns, sehen uns, schreiben uns, wie auch immer. Alles gut, alles gut. Hab eine gute Nacht. So. Gut, wir spielen mit Ganschi. Hausino bleibt tatsächlich zu Hause. Ich glaube, ich lasse beide schon mal zu Hause. Zieht halt Armeniakos durch. Der zieht durch. Der macht das. Come on. Abfahrt. Schachtjo spielt gut in der Liga anscheinend. Ne? Weil, also die gute Form und die Saison bisher kann nicht aus der Champions League kommen. So viel steht fest. Null Punkte eigentlich. Also stand jetzt eine, ne? Aber... bisher 0 Punkte. Ja, Armeniakos zieht durch, ne? Wahrscheinlich zieht er durch. Zum Glück habe ich keinen Stürmer mitgenommen. Schnecker, come on! Schnecker mit dem Doppelpack, du kannst sie nicht ausdenken, ne? Wenn der jetzt einen Lupen reinmacht, dann flippe ich aus. Andrew Steffer Schacht, ja. Drei Punkte für uns, null für Schacht, ja. Wir sind vier Punkte vor Galatasaray, die gegen die Young Boys Bern gewonnen haben und demnach sind wir Erster, können gegen Gala also komplett die zweite Gala spielen lassen. Wir können die zweite Mannschaft spielen lassen gegen Gala. Sehr schön. So, Armeniakos 5.12. Ist gegen Nürnberg dann wieder am Start, wenn es gut läuft. Außer das heißt gleich wieder, ja, Band war doch gerissen, dann ne? Dann holy shit. Dann möchte ich gerne, dass, weiß ich nicht, dass Armeniakos nachträglich bitte den Trade verletzungsanfällig bekommt, langsam. Weil dann wird das langsam schon echt heftig. Way. Come on, gegen Gladbach jetzt. Gladbach. Come on. El Mouhouti. Ja, muss man kaufen, glaube ich. Gelb für Tiriatsch. Ausgleich. Mukiele. Ablösefrei haben sie ihn geholt. Macht ein Tor. Good for them.
Theoretisch kommt runter. Zum einen nicht, dass er von Plastik und zum anderen, weil er eine 1,5 hat. Guck mal, langsam könnte Hausi nochmal wieder booten, ne? Ganz ehrlich. CC mit dem Führungshof für Gladbach. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Glanzparade de Scharabi, Leute, was ist denn jetzt los? Jetzt aber mal schön Bude bei der Fische. Gelb für Schneckerl. Stange verletzt. Mann. In der Liga soll es nicht sein, ne? In der Liga soll es absolut nicht sein. Wir gehen auf die 6 runter. Tough, tough, tough. Dortmund erster. Ich meine, Hausino immer noch 14 Tore, ne? TT zweite mit 8 Toren. Das ist echt wenig eigentlich. Also verhältnismäßig. Luca, ein wunderschön. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Wie war alles? Englische Woche, jetzt Hoffenheim, Schalke und dann Gala, glaube ich, ne? Danach müsste Gala sein. Wie gesagt, gegen Gala können wir komplett schon, da machen wir keine Gedanken. Yes. Hausino ist ein bisschen angeknackt, aber ganz ehrlich, der muss jetzt durchziehen. Wir schauen einen Fitness-Experten dazu. Aber der Hausino zieht jetzt durch. Der zieht jetzt knallhart durch. Das habe ich beim Amendiakus auch gesagt, kurz bevor er sich verletzt hat, ne? Come on, come on. Wo sind die Buden für Hausino? Wenn er 2-3 Buden macht, kann ich ihn auch zur Halbzeit rausnehmen. 1-0. Hausino. So muss das. 2-0. Schiefer, Vorlage Hausino. Ein Türchen wäre schon noch schön. Ein Türchen vielleicht? Ein Becherchen? Nee, möchte nicht. Besser als Bischof mittlerweile. Also definitiv die rechte Seite die bessere. Aufgrund der Position ist verglichen mit dem Außenstürmer vielleicht zwar halbwegs unscheinbar, aber definitiv besser als Bischof. Wobei auch von der Stärke her sich das nicht viel nimmt, ne? Aber score-technisch und so. Können wir gleich mal durchgucken. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wieso haben die jetzt schon wieder ausgeglichen? Danke. Da ist er. Zwei Tore hast du anscheinend. In der Saison. Da war er doch. Zwei Tore, eine Vorlage bisher. Der Saison, letzten Saison, zwar nur ein Tor, aber 12 Vorlagen. Not bad. In der Saison davor, 3 Tore, 10 Vorlagen. Davor halt die 2-6, 2-5. Die du schon kanntest, aber hier 3-10, 1-12, also definitiv ein bisschen gehabt. 97 Millionen Marktwert. Zwar keinen 9. Stern bekommen bisher, ein bisschen schade, aber ansonsten kann man nicht meckern. Also auf jeden Fall nochmal gesteigert im Vergleich zu den ersten zwei Saisons. So, ZMs wird langsam eng, ja? Nee, Quatsch, drei Verletzte. Gut, keiner, der super lang verletzt ist, ne, aber trotzdem. Trotzdem nicht schön. So. Schwierig. Hatten wir die gerade gemacht? Nee. Sehr gut. Also nicht gut, aber ne? Also hätten wir es schon gemacht, wäre auch okay gewesen. Aber normalerweise machen wir die samstags. So, jetzt haben wir Schalke. Wie gesagt, danach wird geschont gegen Galatasaray. The devil's walking around. Ja, ist okay. Spielen wir so. Wobei El Mouhouti startet. Ja. Vielleicht sogar. Ne, Amediako sind noch verletzt. Nevermind. Kann ja gar nicht starten. Oha, 1-0. Was los? Kaum ist er da, geht's los. El Mouhouti, let's go. Mm-hmm.
3-0. Schnecker, Vorlage Luca, sag mal. 4. Ötteke. Wow, Sino, der hält sich ein bisschen zurück, ne? Leider. Biao, biao, biao. Da ist er doch. Ja, aber die Präsenz ist nur gut, wenn du da bist anscheinend. Also ich, ne? I'm just saying. Vielleicht könnte Luca noch besser sein, will ich damit sagen. 6-0 oder 5-1? 6-0 El Mouhouti. Yeah, boy. Natürlich, natürlich. Zu null wäre auch zu schön. Wäre auch zu schön gewesen. Bleiben auf der 4. Hausino geht auf 16, Buden, Gregoritsch auf 11. Marcinko neue Erfahrungsstufe. Oh, oh. No way. Galatasaray. Falls es euch noch nicht aufgefallen, falls ihr Galatasaray noch nie schreiben musstet. Es ist unglaublich weird, wie ich finde. Galatasaray schreiben zu müssen. Weil jeder zweite Buchstabe ein A ist. Das fühlt sich erst dann weird an, wenn der Buchstabe zwischen den A's auch auf der linken Seite der Tastatur ist. Just saying. So, wir spielen hier komplett mit der zweiten Garde. So, Köberer sowieso. Zakali ist schon da, Rumpel auch. Wir bringen wieder Rautenberg. Neben Rumpel, links spielt Niedermüller, rechts spielt Nemelo. Zentral spielt Demir mit Höttege, der ja schon spielt. Und im Sturm spielt Ganschi und... Mein Zehner aus der zweiten Mannschaft, Marcinko. Bam. So ein Ding ist das. So, wir nehmen noch ein, zwei Spieler mit hoch. Weinberger. Der Mondo. Eigner. Reuter an. Einfach nur für die Bank. Machen wir so. Einfach mal die absolute Schonung gegen Galatasaray. Und dann schallern wir wieder voll rein gegen SF Dinamik. So der Plan. Golasso Ganschi. Du musst das ultimative Schonung, aber irgendwie fühlen wir trotzdem. Wild. Absolut wild. Ja, 2-0. Reuterhahn. Let's go. Wird geschont, was das Zeug hat und das reicht für Galatasaray. Wir spielen teilweise mit Leuten aus der zweiten Mannschaft. 16 Punkte. Ungeschlagen in der Gruppe. Sehr schön. Young Boys Bern gehen weiter in die Galatasaray in die Euroleague.
Schacht hier raus mit 0 Punkten. So, Dortmund ist weiter. Yes. Dortmund hat es echt geschafft aus der Gruppe. Hinter PSG, aber Manchester United geht runter in die Euroleague. Gladbach, immerhin sind sie am Leben. Immerhin in der Euroleague. Auch da taffe Gruppe, ne? Also, dass beide Borussen weitergekommen sind, einmal Champions League, sogar einmal Euroleague, ist sehr, sehr schön. Auch Chelsea umgeschlagen, in der Gruppe nicht bad. Bayern als Erster, sehr, sehr schön. Salzburg weiter in der Real Madrid-Gruppe. Ajax ist Erster in der Gruppe, genau. Vor City und Juve. Bestimmt. So. Ich hätte gerne Ajax. Oder Salzburg. Oder Porto, maybe. Ja, Liverpool ist auch geil. Super. Danke. Danke für nix. Dortmund gegen Real. Bayern bekommt die Young Boys. Natürlich Bayern wieder mit dem Losglück. Ja, ja. Absolut. Luca, was soll das? Wieso hätte ich Ajax nicht bekommen? Ach, weil die Erste waren. Ja. Aber... Luca, was ist das? Mensch. Nur am Stunk machen mit dem. Okay, dass die so angeordnet ist mir noch nie aufgefallen, tatsächlich. Was wollte ich noch tun? Euroleague wollte ich gucken. Also die anderen. Internationalen Wettbewerbe. Wobei, wir könnten direkt... Ja, wir gucken mal alle Ligen ein bisschen durch. Vor dem Weltfußballer vergessen wir das wieder. Gott. Ich rede nicht mehr gering für... Luca! Reiß dich zusammen. So, Villarreal durch. Herzlichen Glückwunsch. Hoffenheim ist durch. Sehr schön, geht von der Zwischenrunde, aber ist durch. Leverkusen, same thing. Das muss gewesen sein, ne? Yes. Conference League? Schalke, Erster. Sehr schön. Und auch das müsste es gewesen sein für die Deutschen. Sturm Graz vor West Ham. Let's go. Und Rapid ist raus aus der Conference League. Uff. Gut. Guck mal kurz die Ligatabellen durch. So ein kleiner Zwischenstand. Tottenham auf der 7, Chelsea auf der 8. Das ist Belasto. Everton auf der 19. Auch das ist ein bisschen Belasto. Ein kleines bisschen. In Frankreich, Stade Rennes aktuell Erster, ungeschlagen vor PSG. Respekt an der Stelle. In Italien die Roma mit 15 Siegen aus 15 Spielen. Ich weiß, gegen wen ich nicht spielen möchte. Eindhoven auf der 1 in den Niederlanden. In Portugal. Sporting Braga vor den Top 3 quasi. In der Schweiz mal Basel auf der 1 mal wieder, seit längerem. In Spanien ist Valencia auf der 1, Real Madrid. Atletico Barça, Sevilla, Real Betis, Villarreal. Und in Österreich, ja, ne? Ganz klare Geschichte. Ganz klare Geschichte. So, wir machen das Nürnberg-Spiel, dann das nächste, glaube ich, und dann gucken wir mal, wenn wir dran denken, die Torschützenlisten nochmal durch. Um gegebenenfalls mal ein bisschen Einblick zu bekommen, wer eventuell für den Weltfußballer nominiert sein könnte. Abgesehen von Armin Jakos und Hausino natürlich. Und Luca. Dass der wieder sauer wird, der Kleine. Und wieder Mitspieler als Geringverdiener bezeichnen oder sowas. So. Den ersten FC Nürnberg. Haben wir jetzt Elm Ruti oder Amandiak aufgestellt? Ich weiß es nicht. Elm Ruti natürlich. Come on. Leute, wir haben 160 mehr. Können wir die einfach nur aus dem Stadion schallern? Na komm. Wo ist der Hausinho?
Wo ist er? Sei ein Feini. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Feini. El Mouhouti. Let's go. So muss das. So muss das. Luca kommt auch runter, der 1,5, das ist okay. Meier. Ja, doch. Machen wir so. Komm mal, Hausino. Mach noch zwei, drei Bütchen, wa? Glanzparade Charabi. Forsten Schuranov. Glanz, sag mal. Sag mal. Na, hör mal. Aha. Nur 2-0. Das ist wirklich bodenlos. Das ist bodenlos. Wir gehen auf die 3. Hausino legt noch eins vor. Vier Spieler mittlerweile zweistellig nach dem, was war das, 14. Spieltag, glaube ich. Oh, Nagelsmann steht mal wieder in der Kritik. War schon mal kurz davor, entlassen zu werden, ne? Danke, Luca. Danke. Danke. Besser ist es. Besser ist es. Der 15. Spieler war's. Ich glaube, wir müssen Luca verkaufen. Das geht so nicht. Subotic, sag mal Subotic, kannst du aufhören, Jugendspieler zu entdecken? Lass das doch den Jugendscouts, Digga. Das ist unglaublich. Die sind einfach grundsätzlich scheiße, wenn du irgendwen anschleifst. Grundsätzlich. Überlass das doch den Profis, Mensch. Dafür haben wir doch Gerald Asamoah. Und Borowski und wie sie alle heißen. So, gegen RB Leipzig. Komm, Aminjako startet. Safe Call. Abfahrt. Come on. Gelb für Luca. Was auch sonst. Hausinho. Ist on track für die 34. Ich sag, wie es ist. Noch nicht mal Hälfte. Ohne hat schon mehr als die Hälfte der Tore. Moriba mit dem Ausgleich. Come on. Unentschieden zur Halbzeit. Ich glaube, wir hätten ein Tor verdient noch. Luca eine 5-0, ne? Beschissene Leistung. Reiß dich zusammen, Luca. Will eine bessere zweite Halbzeit sehen. So ein Ding ist das. Gelb Stange. Das ist die Führung. Schneckerl, Vorlage Schiefer. So gekauft. Hat es so gekauft. Safe. Komm und drittes. Und der Sack ist zu. Yes. Schiefer Vorlage Amendiakos. Schönes Ding. Schönes Ding. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das geht so auch nicht. Wir bleiben auf der 3. Ausino mit 18 Buden, Gregorisch 13. Kovil 12 und Seebacher. Ex-Spieler von uns auf 10. Wobei zwei Ex-Spieler von uns. Gregoritsch ja auch. Armin Diakos ist frustriert. Ja, komm, schmeiß den Nagelsmann raus. Macht's einfach.
Holt euch einen Tuchel oder so. No? So, kleine Winterpause. Nö. Sind nur 10 mit 83 in der dritten Liga, macht ja nichts. Mach ich immer so. Rumpel bis 3%, let's go. So, Hotel ist auf Max. Mhm. Das können wir noch nicht. Was machen wir dann? Können ja eigentlich nur noch Finanzzentrum machen und dann wäre das einzig andere das Stadion zweite Mannschaft, ne? Oh, wir können renovieren ein bisschen. Dann machen wir das. Dann renovaten wir erstmal. So. Der Spieler kommt zu uns. Ein 7er ist schnell zufrieden. Alles klar. Und tschüss. Geringverdiener. Würde manch einer sagen. Ja, dann, hä? Ja, dann müsst ihr auch machen, ne? Bayern ist halt nur auf der, wo ist denn Bayern? Auf der 5, ja, 5 ist schon bitter, ne? Schon bitter. Ach ja, Weltfußballer-Gala. Schon wieder vergessen. Jausinho, Armin Jakos, Luca, komm, einfach die 3 vor Nominierung. Wobei eigentlich Schnecker mehr verdient hätte als Luca, muss man jetzt mal rein objektiv sagen. Da ist er. Da ist er. Ich glaube nicht mal, dass Armin Jakos nominiert ist. Aber war er zu viel verletzt. Kylian Mbappé. Und Trezoldi wieder. Trezoldi, letztjähriger Weltfußballer. PSG, Real Madrid, SC Freiburg. Wir wissen, wer es wird. Jausinho. It's time. Mit 23 ist das schon langsam mal Zeit, ne? Come on. He's done it. He's done it. Let's go. Weltfußballer. Ich muss ihm gratulieren, ne? Ich muss ihm gratulieren. Wichtig. Wo ist er? Sehr, sehr nice. Oh, und Auf- und Abwertungsrunde steht auch schon wieder an. So, dann, ne? Wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Finanzzentrum. Also wir könnten, wie gesagt, die Stadien, ne? Finanzzentrum, ja. Sind wir quasi dabei. Kundenzentrum können wir nicht wegen einem anderen Stadion. Stadion können wir nicht wegen einem anderen Stadion. Und das macht keinen Sinn. Vereinsmuseum. Das könnten wir auch theoretisch. Achso, wir haben jetzt gerade 2, deswegen. Also machen wir sowieso. Und Bürogebäude können wir nicht wegen dem Scouting-Büro. Also mal Finanzzentrum und Vereinsmuseum. Bam.